Hallo alle zusammen, da geht's mit Honka Starrail und als allererstes, bevor ich irgendwelche Sticker oder Truhen sammle, wollte ich ganz gerne hier einmal pullen. Ja, wie ich schon während der Hauptquest erwähnt hatte, werde ich hier Asheron pullen und sie ist ziemlich nice. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und ich würde sagen, wir starten direkt einfach mal durch. Ich bin gespannt, wie viele Pulse ich hier brauchen werde. Ich hoffe nicht so viele. Und ja, let's go. Okay, da war schon mal kein Verwester dabei. Deswegen aber den neuen Charakter. Okay. Ist ein Heal. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich definitiv tun. Aber es geht mir nicht um den Charakter. Ich will den 5-Star haben. Und wir werden sehen, also ich werde erstmal hier ein bisschen pullen im Charakterbanner und danach gehen wir in den Waffenbanner noch. Also Lichtkegel. Okay, kein 5-Star, also 30 Puls haben wir. Das meiste habe ich eh schon auf C6 bis auf die zwei neuen Charaktere. Okay, wieder keiner. Okay. Ich hoffe, dass das mit der Jade ausreicht. 40. Ich denke, es wird gleich passieren. Ich müsste, glaube ich, ein 50-50 gewinnen. Okay, es ist definitiv ein 5-Star. Also, ich hatte schon länger keine doppelten 5-Star. Ist jetzt nur einmal. Das war ganz am Anfang, wo ich das Spiel installiert hatte. Vielleicht könnt ihr ja das Spiel mal. Okay. Also, wir haben schon mal den Charakter definitiv gepult. Sehr schön. Richtig nice. Nice. Okay. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt direkt in den. Ich dachte schon. Okay. Ja, sie ist definitiv dabei. Sehr gut. Und wir werden jetzt direkt mal den Lichtkegel pullen für sie. Aufzeichnung, ja, okay. Hier sind 90 Puls. Okay, ich muss 90. Ja, wie auch immer, ich wollte es sowieso. Also, was werden wir machen? Ein 5-Star direkt vorspulen. Wir werden hier nicht viel bekommen. Außer die Waffe von ihr brauche ich hier eigentlich gar nichts mehr. Den Rest habe ich alles. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich schon gepult habe, habe gar nicht mitgezählt. Aber ich werde nervös. Ich glaube, wenn ich ja noch ein paar Pulls übrig haben werde, gehen wir definitiv nochmal in den Charakterbanner, wenn ich welche über habe. Um vielleicht sogar C1 zu bekommen. Sie ist. Also ist. Der Charakter ist nice. Ganz einfach. Da gibt es nicht mehr zu erzählen. Okay, und das ist ein 5-Star. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass es das die richtige Waffe ist. Okay. In die Waffe haben wir schon mal. Sehr geil. Okay. Ja gut, das ist ja alles schon auf Max Level. Also die Waffe ist auf jeden Fall auch drin. Cool. Wir haben noch, ja, wir haben noch einen garantierten 5-Star hier drin, definitiv. Und ich würde sagen, ich versuche mein Glück auf C1. Warum nicht? Okay. Okay.
schade. Wir werden sie gleich auch direkt leveln. Ich glaube, ich habe genug Mats. Ja, wahrscheinlich wieder beim letzten. Und dann müssen wir noch den 50-50 natürlich gewinnen. Oder es passiert. Es kann sogar sein, dass es nicht reicht. Da war ich mir zu sicher. Ja. Und das Spiel gönnt wieder nicht. Ja, der. Er ist auf fast. Ja, ich sag mal auch C6. Okay, der ist unser 5-Star. Und wir wollen jetzt hoffen, dass ich den 50-50 nicht verlieren werde. Ach ja. Okay. Nice. Schön. Wir haben definitiv zweimal pullen können, sehr geile Sache, und ich habe mal wieder das bekommen, was ich wollte. Das heißt mal wieder, wir haben hier auf jeden Fall C3. Haben wir schon mal auch gekriegt, das ist auch gut, nice. Dann haben wir den guten auf C3, also ist ein Heal, wie ich schon sagte. Vielleicht werde ich den, ich glaube eher weniger, dass ich den hochleveln werde. Weil Heilung fehlt mir jetzt nicht wirklich. Ich wollte einfach nur ein nice Crit Rate. Ja, was soll ich sagen, Angriff und ja. Genau das wollte ich erreichen. Gut, natürlich, desto höher, desto besser, aber ich wollte genau das hier, dass meine Crit Rate erhöht wird. Das habe ich auch hinbekommen. Dann leveln wir sie mal. Ausrüsten und verstärken. Das können wir auf Max Level machen. Auf hier zumindest. Eigentlich müsste ich komplett genug Mats haben. Ich habe die ganze Zeit mich im Endeffekt darauf vorbereitet, dass ich sie pulle und im Endeffekt direkt auf Max-Level bringen kann. Ich habe hier genug Mats, wie ihr sehen könnt. Und dann werde ich sie die Tage irgendwo mal ordentlich testen. Okay, jetzt dauert das ein bisschen zu lang. Ich muss hier selbst klicken. Okay. Ja, ich habe schon länger keinen mehr hochgelevelt. Ihr seht das hier an der Kohle. 14 Millionen habe ich. Okay, Relikte würde ich ausprobieren. Und zwar, ich würde sie... Ich würde sie wahrscheinlich mit einem Gladiator Set spielen. Okay, da findet sich bestimmt was Besseres. Ja, wir equippen die jetzt komplett einmal. Also ich werde sie definitiv mit dem Gladiator-Set spielen und dann schauen wir. Geschwindigkeit des Trägers, ja genau, das wollte ich haben. Und was brauchen wir hier? Wir brauchen hier Angriff. Wir brauchen hier definitiv Angriff 5 Sterne.
Angriff. Und dann das passende noch auswählen. Das war das hier, glaube ich. Genau. Wollte ich jetzt nicht wegnehmen. Theoretisch, wenn wir das verstärken, müssen wir uns mal gucken. Ah, Crit Rate, Widerstand. Ja, komm. Wir lassen das mal so. Dann haben wir hier Feuer. Wir brauchen kein Feuer, wir brauchen Blitz. Wir brauchen Blitz. Lasst uns mal gucken. Und zwar Blitz oder Angriff. So, ich wollte schon sagen, das ist doch perfekt. Es ist perfekt, ja, aber. Ja, wir könnten ja Angriff nehmen, wie ich schon sagte. Wir werden uns den hier hochpushen. Crit Schaden. Boah, kann ich mit leben. So. Ich muss das jetzt noch tauschen. Warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Weiß keiner, ne? Ist klar, so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das richtig ist, was ich hier mache, aber so ungefähr will ich die jetzt spielen. Ich push extra den Angriff von ihr. Das brauchen wir nicht. Das haben wir hoch. Jetzt stufen wir sie einmal hoch. Das sollte jetzt auch nicht wirklich das Problem sein. Ich habe mehr als genug Bücher hier, wie ihr sehen könnt. Never turn back. The path behind is gone. Okay, Hochstufen. Ja, wie ich schon sagte, ich habe ordentlich gefarmt, damit wir die direkt hochpushen können. Never turn back. The path behind is gone. Hat er sich verklickt? Okay. Weiter geht's. Automatisch. Okay. Aufstieg. Hochstufen. Habe ich da jetzt nicht genug gehabt, oder? Also kann man das nicht halten, ey. Ja. Könnten sie auch gleich mal ein bisschen testen. Ich weiß zwar nicht wo, aber wir schauen gleich mal, dass wir irgendwo hier reingehen und einmal testen. Okay, sie ist auf Max Level. Lichtkegel auf Max Level. Jetzt bleiben nur noch die Spuren. Die werden wir jetzt einmal auch hoch pushen, also weit wie es geht. Die Ulti ist klar auf Level 10. Dann hier rüber. Erstmal hier alles hoch pushen. Another blank canvas. Another blank canvas. Griff. Das machen wir gleich. Weil wir keine blauen mehr brauchen. Das machen wir auch gleich. Das können wir jetzt noch. Den. Also wie gesagt, ich will es jetzt nicht bestreiten, dass ich die ein bisschen falsch equipped habe. Ich muss noch ein bisschen farmen wegen Equipment, aber
Ich denke, so die Richtung wäre schon richtig, dass man auf Max Angriff geht und damit kann man da nicht viel falsch machen. Ich wollte nicht tauschen, ich wollte synchronisieren. Also. Okay. Ja, weiter geht's. Blitzschaden. Dann müssen wir hier Materialien wiederholen. Nein. Wieso klicke ich denn nicht hier? Machen wir so. Erstmal schauen wir, wo die blauen brauchen. Wir brauchen die blauen gar nicht mehr, richtig. Wir brauchen bald nur noch pink. Dann machen wir das eben hier komplett einmal. Cool. Okay. So, dann bleiben wir jetzt nur noch die Fähigkeiten. Wir pushen das erstmal nach oben. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Ich habe zwei. Das müsste sogar reichen. Keine Ahnung, ob ich irgendwo verrechnet habe. Kann gut sein. Aber theoretisch dürfte das nicht sein. Ja, okay. Das passt. Alles klar. So könnte es aussehen. Wir haben jetzt eigentlich komplett equipped. Wir könnten jetzt unser Team einmal ändern. Das würde ich jetzt einmal machen. Teamformation. Ich würde Folgendes machen. Schnellauswahl, nehmen die weg. Dann machen wir Folgendes. Wir machen sie, sie, ihn und einen guten Buffer. Ich würde sagen so. Ja, kann man machen. Und dann wird hier Details, Lichtkegel. Wenn er verbindet, dann Kampf hat mit seinem Typ. Ja, genau, das wollte ich haben. Haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch einen vernünftigen Gegner, wo wir testen können. Ne? Wo können wir denn testen? Wo können wir testen? Absolut keine Ahnung. Wir könnten, genau, das könnten wir machen. Wir könnten. Ah, jetzt ist er komplett verwirrt. Wir könnten irgendeinermaßen vorgehen. Wir könnten hier, genau, wir könnten hier reingehen. Einfach mal den hier wegmachen. Nicht vom Vorteil. Komplettes Blitzteam. Nee. Die machen wir nicht. Ich muss gucken, wo man wirklich Blitz braucht. Ansonsten macht das keinen Sinn. Das ist ja extra Blitzteam jetzt geworden. War das hier? Ja, wir schauen da einmal durch. Ich weiß nicht mehr. Ich meine, könnte auch hier sein. So, nehmen wir hier einen Blitz zum Testen. Sollte jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Ich würde das Ganze auch auf Automatik jetzt laufen lassen. Ist denn meine Maus so? Okay. Das sieht erstmal nicht so gut aus für sie, weil sie ja, ziemlich squishy ist. Aber ist eigentlich nicht das Problem. So, das ist 20k. Wir haben jetzt die Ult ready. Ich würde vorschlagen, wir nehmen die Ult.
Die Ult ist nice. Ja, 160k, ich meine, ist erstmal okay, denke ich. Könnte ich mit leben. Könnt ihr jetzt hier noch einen Tank reinnehmen, hast du ihn gesehen, damit wir auf Nummer sicher gehen, dass hier keiner uns wegstirbt, oder sogar noch einen Support reinnehmen für sie. So, wir haben hier eigentlich mehrere Möglichkeiten, das Ganze noch auszubauen. Aber der Schaden ist schon okay, denke ich. So, wir steigern nochmal die Angriff. So, mit Quip muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten, so wie es aussieht. Ich könnte die jetzt wegmachen, aber ich will die Ult nochmal sehen. Ja, bis so kommt es nicht, die ist tot. Ja gut, so irgendwie so. Ich kann das so schlecht. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, wie ich schon sagte, irgendwie so in die Richtung sollte es gehen und coole Sache. Neuer Charakter ist am Start und ich hoffe, ich werde viel Spaß mit dir haben. Werde ich definitiv, bin ich mir sicher. Alleine die Fähigkeit, die sie hat, ist ja für mich einfach nur crazy. Wegen, ja, wir one-hitten einfach nur die ganzen Gegner, die herumfliegen, theoretisch, die ich jetzt nicht finde, zum Beispiel den. Wir one-hitten die einfach. Man kann hier die ganze Map in Ruhe einfach nur abfarmen, ohne irgendwie viel Zeit zu verschwenden. Also, ist Hammer. Was will man mehr? Alleine das macht sie sehr, sehr wertvoll. Und vor allem für fällt mir jetzt nicht ein, ey. Was ist denn mit mir? Ich wollte das jetzt schnell sagen. Ja, für die Simulation, ne, wo man die einfachen Gegner einfach nur komplett one-hittet. Man spart sich viel Zeit beim Durchlaufen. Man muss nur im Endeffekt nur noch die Elite killen, solange man Fähigkeitspunkte hat. Nur noch die Elite killen. Den Rest braucht man gar nicht mehr mitkämpfen. Also Zeitersparnis gewaltig, meiner Meinung nach. Aber okay. Ja. Und das wär's gewesen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Always hide your ace with a straight face. I'm starting to get a little impatient with you all. Friends, to fully relish this, I'm betting every last chip.
Only by casting aside reason does one truly gamble. Precisely because it's, they have never glanced. Okay. In the woven strands of fate for humans to walk. And together, there are always those who run. Your eyes. We still have this, but not much. That is enough. Before they vent, I will reach. I wish to mourn the departed, weeping like rain, to swell the crossing stream. As the tide arrives, leading you back home. Heck.